ich hab mein Dükerbog fälscht. Aber ich hab da Dorn für meine Familie. Wir möchten ja was zu essen haben. Ein Kollege, der das gesehen hat, hat auch gesagt, du bist irgendwie gespuckt dafür. Ne? Und das war das Schöne an der Arbeit. Wenn die Rolle und die Darstellung passt, wenn die Inszenierung, das Bühnenbild einem so den Rahmen gibt, wirklich all das rauszuholen, was man mal gelernt hat, was auch die Träume von einem sind, das auf der Bühne verwirklichen zu können, wo man das Publikum mitnehmen kann in die Gefühlswelt von so einem Menschen. Das ist so faszinierend. Und wenn man sich diese Situation vor der Premiere vorstellt, 5 Minuten noch, bis es losgeht, man überlegt sich, warum um alles in der Welt mache ich das? Schweißnasse Hände, man zittert. Dann der Schlussapplaus, wenn es einigermaßen funktioniert hat. Das ist das Schönste in der ganzen Welt und das ist mit keinem anderen Beruf, glaube ich, zu vergleichen. Naja, ich habe mal irgendwann scherzhaft gesagt, ich bin froh, dass in dem Jahr sich die anderen Kollegen in den anderen Theatern so zurückgehalten haben, dass ich dann mit dieser Rolle auch den Preis bekommen konnte. Mein Name ist Till Huster und ich bin Schauspieler.